Zahltag, gesetzliche Rente für oder im Monat August 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir nähern uns mit ganz großen Schritten dem Monatsende des Monats Juli 2024. Heute ist der 29.07.2024. Und es steht jetzt wieder bei uns auch die Frage an, wann wird die Rente für oder im Monat August 2024 gezahlt? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Sie wissen, viele Millionen Rentnerinnen und Rentner sind auf pünktliche Rentenzahlungen angewiesen. Es laufen Mietzahlungen, es laufen Strom und Gas, es laufen Kredite, es müssen Lebensmittel eingekauft werden und, und. Und deshalb sind gesetzliche Rentner, wie natürlich auch private Rentner, die private Renten beziehen von der Allianz und Co., auch auf pünktliche Rentenzahlungen angewiesen. Dieses Video meint aber bitte immer nur die Fälligkeit der gesetzlichen Rente, und zwar nach dem Sozialgesetzbuch Nr. 6. Das sind die klassischen Altersrenten, die Erwerbsminderungsrenten und die hinterbliebenen Renten. Ja, und gehen wir einfach mal ganz knallhart rein in die Rechtslage. Ich habe hier eine Folie vorbereitet für Sie, eine PowerPoint-Präsentation. Und zwar haben wir einmal die vorschüssige Rentenzahlung. Das ist also, das sind alles diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren Renten vor dem 01.04.2004 begonnen haben. Da gibt es eine ausdrückliche gesetzliche Fälligkeitsregelung. Das ist der Paragraph 272a im Sozialgesetzbuch Nr. 6. Und der sagt ganz klar, die Zahlung der Rente wird für den kommenden Monat August am letzten Bankarbeitstag des vorhergehenden Monats fällig. Das wäre hier der 31.07.2024. Das heißt also, alle Rentnerinnen und Rentner erhalten am Mittwoch, dem 31.07.2024, ihre Monatsrente August ausgezahlt, die ihre Rente vorschüssig erhalten. Dann haben wir noch den zweiten, sagen wir mal, die zweite Gruppe der Zahlungsempfänger der Renten. Das ist jetzt seit 2019 die größere Gruppe und die wird auch immer größer, weil natürlich ist ja klar, weil natürlich die Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente vorschüssig erhalten, auch immer weniger werden. Die sterben sozusagen ganz langsam aus. So, nachschüssig heißt also, die Rente wird gezahlt für den laufenden Monat und zwar am Monatsende des laufenden Monats. Das Monatsende des laufenden Monats August 2024 wäre der 31.8. Der 31.8., meine Damen und Herren, ist aber ein Samstag. Und das Gesetz sagt ganz knallhart im Paragraph 118 Sozialgesetzbuch Nr. 6, können Sie im Internet nachlesen, und zwar dort im Absatz 1. Laufende Rentenleistungen für die Leute, die ihre Rente nachschüssig bekommen, also deren Rente nach dem 31.03.2004 begonnen haben, bekommen diese am Monatsletzten. Der Monatsletzte ist der 31.08., das wäre hier ein Samstag. Da sagt aber das Gesetz, am Samstag wird kein Geld gezahlt, keine Rente gezahlt. Es ist kein Bankarbeitstag. Das heißt also, wir rücken einen Tag zurück. Oder ein Tag zurück. Das heißt also, der letzte Bankarbeitstag im Monat August ist der 30.8. und das dürfte nach meinem Dafürhalten ein Freitag sein. Das heißt also, alle Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente nachschüssig erhalten für den Monat August, werden sich freuen können, die kriegen die Kohle einen Tag eher ausgezahlt. Ja, meine Damen und Herren, und für den Monat Juli ist es auch so, die nachschüssig gezahlten Rentnerinnen und Rentner erfreuen sich. Jetzt am Ende des Monats kommt endlich auch die Rentenerhöhung auf das Konto. Das heißt also, am 31.07.2024 gibt es nachschüssig dann die Monatsrente Juli gezahlt mit der Rentenerhöhung. Und das ist ja mal auch kein schlechtes Ereignis. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.